So, hallo zusammen, schönen guten Abend hier im PK-Raum im Camp Nou. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem 3:2-Sieg im UEFA Europa League Viertelfinal-Rückspiel. Begrüß Cheftrainer Kevin. Cheftrainer. Ja, da ist es passiert, erster Versprecher. Genau, ja, ja. Torhüter Kevin Trapp natürlich und unseren Cheftrainer Oliver Glasner. Herzlichen Glückwunsch an euch beide zum grandiosen Sieg hier in Barcelona. Oliver, wie fühlt sich das an? Bitte um deine Gefühlslage. Ja, zuerst, bevor ich loslege, sind mir drei Sachen heute sehr, sehr wichtig. Das erste, ich habe beim dritten Tor natürlich in der totalen Emotion gejubelt und habe mich Richtung Wasserbank gedreht, was überhaupt nicht beabsichtigt war, irgendeiner Affront gegenüber. Wenn das, und das wurde dort so ein bisschen aufgefasst, dass ich das bewusst Blickrichtung Wasserbank gemacht habe, wenn das so gesehen wurde, möchte ich mich dafür wirklich zutiefst entschuldigen. Das war in keinster Weise meine Absicht, weil ich riesen Respekt vor Barcelona und vor jedem unserer Gegner habe. Das ist mir das Wichtigste vom heutigen Abend. Das zweite, ja, Riesenlob an die Spieler, was sie heute hier geleistet haben, von der ersten Sekunde weg. Und das dritte, Riesenlob an unsere Fans, die ja hier etwas vollbracht haben, das es sonst wahrscheinlich kaum gibt auf der Welt. Man hat es gesehen nach dem Spiel, wie viele hier im Stadion waren. Ja, und in dieser Symbiose haben wir diesen, ja, diesen Riesenerfolg, diesen großartigen Sieg gefeiert. Und ja, nochmal vielen Dank an die Spieler, vielen Dank an die Fans und sorry zum FC Barcelona, falls das so aufgefasst wurde. Danke. Dankeschön, Oliver. Kevin, was geht jetzt in dir vor? Glückwunsch zu einer tollen Leistung und zum Einzug ins Halbfinale. Ich kann mich nur anschließen, die zwei Dinge. Ich glaube vielmehr, es gibt auch nicht so viele Worte, die das beschreiben würden, was man heute hier fühlt, wie sich das anfühlt. Wir haben als Mannschaft, wir haben gesagt, wir dürfen und müssen dran glauben. Das haben wir gemacht, das haben wir bewiesen. Wir haben den Plan, den wir hatten, in Perfektion umgesetzt. Jeder hat sich reingeworfen. Wir mussten viele Dinge wirklich sehr, sehr schwierig überstehen. Es war immer irgendwie eng, Barcelona war immer auch oft gefährlich, aber wir haben das bis zum Schluss unfassbar gut gemacht und die Möglichkeiten, die wir dann hatten, perfekt ausgespielt, sehr effizient heute gewesen. Und das andere ist klar, die Fans, ich kam raus zum Warmmachen, ich dachte, ich bin in Frankfurt. Es war unfassbar und es war auch wirklich richtig, richtig laut zwischenzeitlich im Stadion. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich, deswegen war es uns auch wichtig, dass wir so lange wie möglich draußen bleiben mit den Fans, um mit den Fans feiern zu können, weil sie von wirklich viel auf sich genommen haben, um hierher kommen zu können, um uns zu unterstützen, was auch ein Beweis dafür ist, dass ja, alle in der Region, all die mit Frankfurt gefiebert haben, daran geglaubt haben, dass wir das heute machen können und deswegen heute ist es einfach nur ein Abend voller Stolz und purer Freude. Dankeschön, Kevin. Dann kommen wir zu euren Fragen und starten mit Christopher Michel von Sport1. Ja, Glückwunsch, Herr Glasner, Glückwunsch, Kevin. Ich glaube, zu einem heroischen Sieg oder wie auch immer man den nennen möchte. Aber an beide auch die Frage, Herr Glasner, die Feierlichkeiten haben Sie angesprochen, aber dieser Moment auch von den Fans gerufen zu werden, dann Spalier von der Mannschaft, das ist doch bestimmt auch für Sie in der Trainerkarriere und generell ein großer Moment. Und auch an dich, Kevin, der im Stadion von, wie viele Fans waren es am Ende, 25.000, 30.000, 20.000, ist egal, so gefeiert wird und solche Ehrenrunde erlebt. Vielleicht könnt ihr beide noch mal richtige Einblicke geben in diese Momente nach dem Abpfiff. Ja, natürlich war für mich jetzt persönlich, wobei ich mich heute persönlich zurückhalte, weil einfach, ich finde, die Spieler heute den ganzen Lob verdient haben, weil wir können einen Plan haben, was wir wollen, können auf uns Gedanken machen, was wir wollen. Das Entscheidende ist, was die Spieler am Platz umsetzen. Und sie haben heute bis zur 85. Minute alles perfekt umgesetzt. Ich bin ja schon wieder ein alter Nörgler, mit den letzten 10 Minuten bin ich nicht so zufrieden. Aber da schaue ich heute mal drüber weg. Und ja, was mich heute einfach beeindruckt hat, ist unser Start in das Spiel. Ich denke, viele haben erwartet, ein bisschen abwarten, zurückhalten. Wir sind vorne draufgegangen, haben bis zum Elfmeter fast nur in der Hälfte von Barcelona gespielt und diesen Elfmeter erzwungen und danach mit Riesendisziplin gespielt. Und für mich, wie gesagt, war es dann, und ich bin ja jemand, der normal die Ehrenrunde nicht mitgeht, aber heute wollte ich das auch aufsaugen und genießen, weil, das habe ich schon öfter gesagt,
Das ist so der emotionale Lohn, den du bekommst als Sportler und, oder in dem Fall auch als Trainer, den du mit keinem Geld der Welt kaufen kannst. Und das ist etwas, das sich dann einbrennt hier ins Herz und das du einfach für dein Leben lang mithältst. Und das werde ich diesen Abend, diese Gefühle, diese Stimmung, die werde ich sicherlich mitnehmen, bis ich irgendwann mal hoffentlich eine Etage höher bin. Ja, das ist einfach ein Gefühl, was man nicht beschreiben kann. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist einfach unfassbar, diese Unterstützung auch zu haben in einem Stadion, wo fast 100.000 reingehen und man hat einfach nur weiß gesehen. Wir wollten natürlich mit der Leistung das auf dem Platz zurückgeben, um auch am Ende genau diese Emotionen, die wir dann erleben durften nach dem Spiel, mit den Fans zusammen zu haben. Und es war sehr emotional tatsächlich, für mich persönlich. Schon viel erlebt, spiele schon ein paar Jahre, aber ich glaube, dass das Spiel heute, jetzt können wir auch die andere Frage endlich weglassen, zu das, was 2017 passiert ist, für mich persönlich sehr weit oben in der Highlight oder in einem der Highlight-Spiele stehen wird. Dann gehen wir zu den Damen da hinten, Sonja Pahl von Hitradio FFH und dann die Kollegin daneben. Ja, auch Glückwunsch von mir an euch beide. Auch eine Frage an beide, bitte. Sie haben gerade so schön gesagt, Herr Glasner, man hat einen Plan für das Spiel und dann fällt dieses 1-0 ja schon relativ schnell. Ab wann haben Sie, Kevin, ab wann hast du gewusst, jetzt klappt's, das wird hier heute was? Als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, weil ich war kurz nervös, als das 2-3 gefallen ist und wir eine gelb-rote Karte bekommen hat. Dann haben wir gesagt, wie lange geht's noch? Dann hat er gesagt, 20 Sekunden. Dann habe ich mir gedacht, hoffentlich schießen wir den Ball weit weg. Weil ein 3-3 und Verlängerung in Unterzahl, das wäre heute der Super-GAU gewesen. Und deswegen, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, dann war ich safe. Ich schon ein bisschen vor dem Elfmeter eigentlich, weil er gesagt hat, das ist die letzte Aktion. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass er dann nochmal so lange spielen lässt. Es wäre gut, wenn er uns das auch sagt, bitte. ich wollte ihn trotzdem halten. Ja, aber so wie wir gespielt haben tatsächlich, wir haben in Barcelona 3-0 geführt, so wie wir gespielt haben, so wie wir aufgetreten sind. Natürlich weißt du nie, was passiert, wenn du das Gegentor gibst. Man hat es ja gesehen, dann ist das Stadion wieder, dann ist es nochmal ein anderes Spiel. Aber ich fand trotzdem, dass wir es wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, auch das nötige Glück dann hatten, abseits. Ich glaube, Hinti hat einmal nochmal kurz vor knapp super geklärt. Wir haben uns reingehauen. Also irgendwie war es so ein Spiel, was einfach so sein sollte, dass wir das heute schaffen, dass wir so mutig aufgetreten sind, dass wir uns auch das verdient haben. Und deswegen natürlich hat dann der Schiri zu mir gesagt, das ist die letzte Aktion. Da habe ich ihn nochmal gefragt, ob er auch sicher ist, dass die letzte Aktion ist. Und da wusste ich eigentlich, dass jetzt nichts mehr passieren wird. Und ja, das ist... Wie gesagt, das ist außergewöhnlich, was wir heute alle gemacht haben. Und nochmal, einfach purer Stolz von allen auf alle für alle. Ich weiß gar nicht, wie man es sagt. Ja. Bitte sehr. En español, sí. Bueno, voy a hacer una pregunta a cada uno. Kevin, enhorabuena, felicidades. Ayer nos enseñabas los guantes, supongo que esos guantes ya lo vas a guardar y lo vas a poner en un marco, ¿no? Porque son históricos. Todavía no sé si voy a usar esos domingo en el partido. Ni sé dónde están ahora, porque he dado a algún del equipo aquí. Y bueno, vamos a ver, es un partido para mí muy importante, para nosotros muy importante y lo hicimos. Eso es la única cosa que puedo decir ahora. Al míster, felicidades por el pase. Tengo dos preguntas, una un poco deportiva. ¿Ha sido más mérito del Eintracht, lo comentaba con la compañera, o de mérito del Fútbol Club Barcelona? Y la otra, si se anima a decirme un par de palabras en español, que también me lo prometió ayer. Que sé que le gusta mucho España. Gracias. Y una cerveza, por favor, bisschen später. Ich denke, dass es unsere Stärke war, die wir in beiden Spielen gezeigt haben. Wir haben Basel sehr, sehr gut analysiert und hatten eine gute Idee, wie wir das umsetzen wollen. Und
Barcelona ist jetzt, glaube ich, in La Liga seit 15 Spielen ungeschlagen. Die formstärkste Mannschaft in La Liga, und Real Madrid und Villarreal stehen im Semifinale der Champions League. Atletico Madrid war gestern am Rande der Verlängerung gegen Manchester City. Und das zeigt einfach, wie grandios wir aufgetreten sind. Und ich denke, dass wir einfach eine Idee hatten mit unserer Power, mit unserem Tempo, mit unserem Speed nach vorne, wo wir wussten, dass Barcelona dann sicherlich auch damit Probleme hat. Wir haben ihnen den Ball dort gegeben, wo wir damit keine Probleme hatten, haben uns dann sehr, sehr kompakt zurückgezogen, haben sie immer wieder nach außen gelenkt, weil wir einfach gedacht haben, dass wir den Strafraum mit Flanken sehr, sehr gut verteidigen können. Und das haben die Spieler großartig umgesetzt. Und deswegen denke ich, dass es der Leistung unserer Spieler geschuldet ist, dass wir jetzt im Semifinale stehen. Dann geht es weiter mit Benny Heinrich von den Fußball-News und Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier. Dann werden wir auch langsam zum Ende kommen. Genau, Benny. Ja, auch von mir Glückwünsche zum Weiterkommen. Herr Glasner, können Sie vielleicht mal die drei Tore noch mal Revue passieren lassen? Das Elfmeter-Tor von Philipp, wo er ja sehr cool gewesen ist, aber auch das, man kann schon sagen, Traumtor von Rafa Boré. Das wäre sehr schön. Ja, Elfmeter, Fernschuss und noch ein Konter. So kurz zusammengefasst, wie gesagt, Elfmeter, ja, sehr präsent gewesen im Strafraum. Dann Rafa genau dort den Ball gewonnen, wo wir ihn gewinnen wollten, auf der Außenbahn im Mittelfeld. Und dann super umgeschaltet und mutig abgeschlossen. Ja, und dann bei Philipp, das war Einwurfsituation, wie wir das Tor gegen Freiburg erzielt haben. Und wir haben das den Spielern heute in der Besprechung gezeigt, unser Tor gegen Freiburg und eben auch eine Situation gegen Barca, wo wir gesagt haben, das kann wieder funktionieren. Wir wollten Busquets rausziehen und dann hier über diese Halbspur verlagern. Ja, und dass Philipp dann aus dieser Position torgefährlich ist, das ist dann keine Überraschung mehr. Also heute nochmal ist alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Chapeau an die Spieler. Peppi, bitte. Herr Glasner, es gäbe ja über viele Spieler viel zu erzählen, aber vielleicht ein Wort mal zu Almami Touré. Sie haben uns ja gesagt, Sie haben da keine Bedenken und der muss nicht spielen, der darf, aber jetzt hat er auch richtig gut gespielt. Der hat Sie wahrscheinlich sehr überzeugt, oder? Ja, absolut. Ich denke, die Leistung von Almami kann man gar nicht hoch genug einschätzen, weil ich ihn ja zuletzt sehr, sehr wenig spielen habe lassen und ja, habe mit ihm eigentlich heute ganz kurz gesprochen und habe gesagt, Alma, spiel mit Selbstvertrauen, weil du einfach ja, alles mitbringst. Für mich auch sein bestes Spiel in dieser Position gemacht hat beim Europa-League-Spiel in Antwerpen. Und deswegen hatte ich da überhaupt keine Bedenken. Erst ab der 60. als er so ein bisschen reingedehnt hat, wussten wir, die Kräfte schwinden. Aber er hat sich auch durchgekämpft und deswegen denke ich schon, dass Almami heute aufgrund des fehlenden Rhythmus, so wie Sebastian Rode auch, was der dann noch vor seiner Auswechslung hat, er noch zwei super Zweikämpfe gewonnen, wo wir wieder im Konter gefährlich waren. Ich sage mal nochmal, heute wen rauszuheben, tut mir schwer, aber die beiden haben sicherlich den wenigsten Rhythmus in den letzten Wochen. Das ist ganz klar meine Schuld, weil ich die halt dann zu wenig oder wenig eingesetzt habe und zeigt halt wieder, dass wir eine richtig geile Truppe sind. Erik Hartmann, bitte, von der VRM. Ja, hallo an beide. Herr Glasner, auch von mir erst nochmal herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen. Kann man jetzt so ein bisschen in dieser ersten Nachbetrachtung sagen, dass die Art und Weise, wie der FC Barcelona Fußball gespielt hat, trotz des großen Potenzials, das diese Mannschaft hat, aber auch gewisserweise auf ihre Mannschaft zugeschnitten war? Sie sitzen in unserem Analyseteam. Wenn Sie einen Job suchen, sind Sie dabei. Ja, es hat nochmal. Die Umsetzung ist das Schwierige, ja, weil wir sagen immer, wenn wir den Gegner analysieren, da gewinnen wir jedes Spiel. Und wenn das nicht mehr so ist, dann haben wir ein Problem. Aber dann hier vor, weiß jetzt nicht was, fast voll 80.000, 90.000, dann so aufzutreten, so mutig aufzutreten, das ist das, was mich einfach stolz macht. Ich habe zu den Spielern heute gesagt, ich möchte, wenn wir das Stadion verlassen, dass wir uns in die Augen sehen und sagen, wir haben Eintracht Frankfurt-like gespielt, egal was dabei rauskommt. Und das haben die Spieler von der ersten Sekunde an gezeigt. Und das ist für mich als Trainer das Schönste, was man haben kann, dass wir, egal gegen wen wir spielen, egal wo wir spielen, dass wir so auftreten, wie wir uns das vornehmen, dass wir in unsere Stärken vertrauen, dass wir an uns glauben. Und das ist für mich auch einer der, aufgrund dieser Tatsache, einer der schönsten Siege.
Noch die letzten zwei Fragen von den beiden Kollegen. Le quería preguntar a Kevin en español. Xavi ha dicho que están fuera porque habéis jugado mejor que ellos, pero que también el ambiente que han encontrado en el Camp Nou cuando han salido al campo también les ha afectado negativamente. Quería preguntarte qué habéis sentido los jugadores de la Eintracht cuando habéis saltado al campo y habéis visto tantos aficionados vuestros que parecía que jugabais en casa. Sí, lo dije ya aquí, que cuando me aquecé hoy pensaba que jugamos en casa. Porque solo vi personas en camisas blancas y era increíble. Como dije ayer aquí en la conferencia, que eso es muy importante para nosotros, tenerlos con nosotros aquí en un estadio contra un equipo como Barcelona, que sabemos que tenemos el support, el apoyo de nuestra afición, es muy importante para nosotros y claro, también hace parte hoy de ellos que nos han ayudado a ganar ese partido aquí hoy, porque queríamos festejar con ellos después del partido y al final lo hicimos y era un momento muy, muy lindo, muy emocionante y eso es muy importante para nosotros, saber que tenemos una afición así. Bitte schön. Javier Cáceres, Süddeutsche Zeitung. Herr Glasner, Sie sind in der Bundesliga im Mittelfeld der Tabelle. Sie haben heute andererseits ein Spiel abgeliefert, das, wie Sie sagen, der Perfektion nahe kommt. Wenn Sie mal die ganze Saison noch mal sich vor Augen führen, die Schwierigkeiten am Anfang, durchwachsene Spiele in der jüngsten Vergangenheit, wo befindet sich die Eintracht in der Entwicklung, die Sie für sich sich vorgenommen haben? Das darf ich immer nicht sagen, weil ich so ehrgeizig bin. Aber ich habe zu Markus Krösche heute gesagt, hätte mir jemand nach dem Ausscheiden in Mannheim im Pokal gesagt, dass wir ein gutes halbes Jahr später gegen den FC Barcelona gewinnen und ins Halbfinale der Europa League einziehen, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Aber nochmals, das Entscheidende sind immer die Spieler. Als Trainer bist du nichts ohne deine Spieler, ohne deine Mannschaft. Und die Spieler sind diesen Weg trotz einiger Rückschläge immer mitgegangen, haben mitgezogen, haben daran geglaubt. Und sie sehen jetzt, dass es auch erfolgreich ist und erfolgreich sein kann. Und das stärkt natürlich den Zusammenhalt, den Glauben in unsere Spielweise. Und das hilft natürlich uns im Trainerteam auch hier, die Jungs immer weiter zu fördern, zu fordern, weil ich hoffe nicht und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir noch nicht bei 100% sind. Gut, dann bedanken wir uns auch bei den Kollegen der katalanischen Presse hier in Barcelona für die gute Zusammenarbeit, auch beim Medienteam des FC Barcelona. Vielen Dank und genießt den heutigen Abend. Dankeschön.